Man fragt, was heute für ein Thema ist. Heute ist ein Fragenmix, also ganz bunt durchgemischt. Und wir verraten euch nicht unsere aktuellen Namen, weil ich nicht 200 Anfragen kriegen möchte. Das ist ja dann auch, man will sich ja auch jetzt nicht blamieren. Wenn das jetzt ja schon so lange unser Job war, will man jetzt ja nicht zeigen, vielleicht bin ich gerne drin. Also ich bin okay da drin, glaube ich. Ich habe ein paar Kategorien, wo ich ganz gut bin. Christine und Annika, ihr rockt. Yes. Wir haben lange nicht mehr zusammen gequizt, ne? Ja, es ist schon. Wir haben uns immer verpasst. Super schade. Aber die Woche ganze zweimal zusammen. Am Sonntag machen wir die letzten Quiz. Die letzten, sag mal, Quizze? Nee, ich weiß immer noch nicht, wie die Mehrzahl von Quiz heißt. Also Quizze ist umgangssprachlich richtig, aber laut dem Duden ist Quiz eigentlich der richtige Plural. Quiz, zwei Quiz. Deswegen versuche ich das, seitdem ich das einmal nachgeguckt habe, immer anzuwenden, aber es fühlte sich am Anfang sehr unnatürlich an. Quiz, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, aber Quizze ist umgangssprachlich auch richtig. Sehr schön. Und wir sagen Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu unserem heutigen Quiz. Mein Name ist Christina. Ich bin euer Host fürs heutige Quiz und zusammen mit mir im Studio endlich mal wieder zusammen die Annika. Yay! Yay! Christina ist wieder da. Ich bin wieder da. Leider auch nur für diese Woche. Danach ist ja erstmal Schluss. Aber wir freuen uns auf jeden Fall nochmal, die letzten Tage zusammen mit euch viele tolle Fragen durchzugehen. Und lasst uns gerne ein bisschen Liebe im Chat da. Ja. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Genau, heute haben wir auch wieder einen tollen Pott. Genau, ganz viele Herzchen. Einen tollen Pott und zwar 50.000 Coins bis heute. Yes. Ich habe heute ganz viele Coins verloren, als ich diese Hast Sieger... Du? Ja, ich habe dieses mit den Sternen gemacht, Sternjagd, und ich habe ganz viele Coins verloren. Oh nein, das ist nicht gut, Annika. musst du heute mitspielen und welche gewinnen. Ja, habe ich schon gedacht. Genau, wir haben diese Woche noch ein paar tolle Sachen für euch. Und zwar ist morgen ein Fragenmix, glaube ich. Genau. Samstag haben wir ein Musikquiz und sonntags sind Annika und ich hier. Und da haben wir ein normales Quiz und das letzte Wochenfinale. Und da könnt ihr mit nur drei richtigen Antworten dabei sein, oder? Genau, diese Woche kann fast jeder beim Wochenfinale dabei sein. Ihr müsst nur einmal quasi mitgespielt haben. Genau, ihr müsst nur einmal mitgespielt haben und drei Fragen beantwortet haben. Dann können wir doch mal alle zusammen zweimal quizzen am Sonntag. Yay. Genau, wir sind auch heute wieder... Gut, ich würde sagen, wir starten. Es geht los mit der ersten Frage und da wollen wir von euch wissen. Welcher Tag ist für Abergläubische ein Unglückstag? Freitag der 13. oder Mittwoch der 6.? Haben wir vorhin schon besprochen. Bist du abergläubisch, Annika? Ich würde mich nicht als abergläubisch bezeichnen, aber ich klopfe schon gerne mal auf Holz, wenn ich sowas sage. Das ist so meine eine abergläubische Sache. Du so? Ich bin nicht abergläubisch, habe aber nachgeguckt, warum es Freitag der 13. ist. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass es einen Börsensturz in den USA gab. Das war am 13. Oktober 1929. Und darum sagt man Freitag der 13. Und wir schauen mal, wie viele das wussten. 5.989 Leute. Wir haben fast 6.000 Leute, die dabei sind. Und mit euch gehen wir weiter zur nächsten Frage. Frage Nummer 2. 6.000 waren zu wenig. Zu wenig, die es richtig wussten. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Wo sitzen die Augen einer Schnecke? Am Hals, am Bauch, an den Fühlern oder am Haus? Guck mal, Zerebralstreifen sagt, das hat mit den Templern zu tun. Ist das auch gleich mit der 13. Deutung? Wahrscheinlich gibt es da verschiedene Deutungen für. Ich wollte gerade sagen, ich habe das nachgeguckt und da stand, es ist nicht hundertprozentig sicher, wo es herkommt, aber vielleicht kommt es von diesem Börsencrash. Aber vielleicht auch nicht. Genau. Wo sitzen die Augen einer Schnecke? Vielleicht wir haben schon gerade so Comic-Trickfilm. Schnecken haben ja oftmals diese großen Augen, aber eigentlich sind die ganz, ganz kleinen, schwarze Punkte und die sitzen an den Fühlern. 5.788 Leute. Finde ich, ist eine gute Zahl. Bisher ganz gut. Tempelorden im MA. Aha. Komm auf die Schnecke an, sagt jemand. Frage Nummer 3 und ein Bild für euch. Da hat auch gerade jemand gesagt, Gary die Schnecke, da haben wir auch dran gedacht, genau. Als wir an die Schnecken Gary gedacht die Schnecke. Wir wollen wissen, wie heißt dieses Gerät? Telegramm oder Seismograph? Ich kann schon mal sagen, das kann Wellen und Schwingungen aufzeichnen. Und zwar Wellen und Schwingungen des Bodens, die bei Erdbeben entstehen. Und ich war sogar mal in einem Erdbeben dabei. Ich war da mal auf Kos. Ich fand das super unheimlich. Hm. Die Betten haben sich halt bewegt und die Spiegel sind runtergefallen. Du warst auch bei einem Erdbeben, oder? Ja, ich hatte das einmal, dass so ein Glas an richtig geschwungen ist. Wünsche ich keinem. Richtige Antwort ist Seismograph. Das wussten 5.564 Leute. Da fragen viele, was für Sternzeichen alle haben. Was hast du für ein Sternzeichen? Wassermann.
Und du, Annika? Ich bin Skorpion. Frage Nummer 4. In welchem Zustand ist das Element Quecksilber bei Raumtemperatur? Fest oder flüssig? Früher waren die immer war Quecksilber ja in den Thermometern drin, ne? Ja, stimmt, aber das ist giftig, oder? Ist giftig, ja. Also deswegen macht man es nicht mehr. Darf man nicht mehr machen. Schmelztemperatur von Quecksilber liegt bei minus 39 Grad, Siedetemperatur bei 357 Grad und dementsprechend ist Quecksilber bei Raumtemperatur flüssig. 5247. Ich glaube, es war halt gefährlich, wenn das kaputt gegangen ist. Ja, ich glaube, solange es drin ist, ist es, glaube ich, nicht so dramatisch, aber... Genau, Thermo sagen da auch einige. Ganz genau. Heute erst in Chemie gehabt. Magst du Bratwurst? Ich mag Bratwurst sehr gerne, ja. Frage Nummer 5 und hier haben wir ein Video für euch. Und wir wollen wissen, aus welcher Serie stammt diese Szene? Glee, Crazy Ex-Girlfriend, Gossip Girl oder Degrassi? Könnt ihr mal sagen, ob ihr davon welche gesehen habt? Ich habe Crazy Ex-Girlfriend und Gossip Girl gesehen. Ich habe Crazy Ex-Girlfriend, Gossip Girl und Glee gesehen. Und ich habe Degrassi, The Next Generation, mal eine Folge gesehen, aber nicht eine so richtig. Eine Folge nur. Gab 6 Staffeln, ausgestrahlt von 2009 bis 2015 und das war Glee. Das ist ja dieser Cup-Song, ziemlich bekannt von, ne? Nee, das ist aus Pitch Perfect. Das ist aus Pitch Perfect? Okay, ich habe nichts gesagt. 1341 Leute wussten das. Ich habe nichts davon gesehen. Ich glaube nicht, dass es in Glee auch ein Cup-Song gibt. Weit, ich glaube auch nicht, dass es aus Pitch Perfect. Frage Nummer 6. Welche Stadt liegt nicht am Rhein? Koblenz, Mainz, Darmstadt oder Köln? Also ich komme ja aus Duisburg und das liegt am Rhein. Und eine dieser Städte, die wir suchen und die richtige Antwort ist, da fließt gar kein Fluss durch. Einige schreiben es schon. Würzburg schreibt jemand, das ist nicht mit dabei. Richtige Antwort ist Darmstadt. Und das wussten 3376 Leute. Sehr, sehr gut. Weiter geht's mit Frage 7 und das ist die letzte Frage für eure Rettungsringe. Und da wollen wir wissen, von welchem Land wurde Malta im Jahr 1964 unabhängig? Frankreich, Spanien, Großbritannien oder Italien? Er sagt jemand, bin aus Rheinfelden, das liegt am Rhein. Das ist der Name vielleicht. Ich glaube auch, dass man seitdem in dem Land immer noch den Linksverkehr hat, aber verbessert mich gerne, lieber Chat, falls das nicht stimmt. Genau, könnt ihr uns nochmal sagen, ob es Linksverkehr in Malta immer noch gibt oder nicht? Ja, hat man, sagt da jemand. Richtige Antwort ist Großbritannien und das wussten 2563 Leute. Ich finde das immer ganz komisch, wenn man im Linksverkehr fährt oder mitgenommen wird. Ich traue mich das immer gar nicht. Ich fahre selber auch nicht, aber wenn man irgendwie im Taxi ist, also im Urlaub ist. Ich fahre schon so ungern hier Auto, geschweige denn im Linksverkehr. Ja. Weiter geht's mit Frage Nummer 8. Was wird gefeiert, wenn ein Paar 30 Jahre verheiratet ist? Petersilienhochzeit, Perlenhochzeit, eiserne Hochzeit oder silberne Hochzeit? Die bekannteste davon ist ja wahrscheinlich die silberne Hochzeit. Genau, oder? 25 Jahre bei der silbernen Hochzeit. Wie lange ist dann die Petersilienhochzeit, Annika? Die Hälfte davon, also 12,5. Ganz genau. Eiserne Hochzeit haben wir. Die ist lang. 65 Jahre. Könnt ihr mal sagen, ist jemand im Chat dabei, ein Paar, das schon die Eiserne Hochzeit gefeiert hat? Sagt mal gerne Bescheid. Ja. Richtige Antwort, 30 Jahre ist die Perlenhochzeit. 2173 und jemand sagt Pizza-Hochzeit. Ja, sagt Fischer, mein Freund, hast Ida und Kairu und Ekel Marcel sagen alle, dass 25 sie schon im Oktober, 52 Jahre verheiratet. Wir können mal schauen, wer am längsten verheiratet ist. 13 Jahre, nächstes Jahr 13 Jahre hat jemand gerade Petersilien gefeiert dann. Ja, herzlichen Glückwunsch, schön, dass ihr so lange verheiratet seid. 24, alle. Da freut man sich beide. 79 Jahre, sagt er. What? Stimmt das? Das war aber echt lang. Wow. Okay, wir machen weiter. Frage Nummer 9, da hatten wir einen kleinen Tipp im Push. Was ist der Pfälzer, wenn er Käschte ist? Kuchen, Kalbfleisch, Bratwurst oder Maronen? Sagt jemand, meine Großeltern haben 68. Ja. Auch, das ist auch so süß. Aber meine Großeltern haben auch über 60, aber ich glaube, die Eiserne hatten sie noch nicht. 35 Jahre. Viele schreiben die richtige Antwort. Und man sagt da ja auch Kastanien zu und die richtige Antwort sind die Maronen, 1407 Leute. Ja, sagt auch jemand, klingt wie Kastanien, genau, daran kann man es jetzt quasi ableiten. Da muss man mal wahrscheinlich wissen, wurde deswegen Maronen geschrieben. Ich weiß gar nicht, Maronen und... Das sind die Esskastanien, also... Ja.
Oder? Das ist aber eine Kastanienform, oder? Eine Art von einer Kastanie. Es, ja, ja, ist ein Typ Kastanie. Typ Kastanie, genau. Frage Nummer 10. Wie heißt kein Band der Percy Jackson-Reihe von Rick Riordan? Der verschwundene Halbgott, Diebe im Olymp, die letzte Göttin oder der Fluch des Titanen? Mhm. Und da hast du ja auch alle Bücher gelesen. Genau, ich habe auch tatsächlich alle dieses Jahr gelesen. Alle dieses Jahr. Liebe im Olymp ist Teil 1. Ich glaube, Fluch der Titanen ist Teil 2. Die letzte Göttin ist Teil 5. Wie viele gibt es insgesamt? 5, glaube ich. 5. Was ist kein Teil davon? Der verschwundene Halbgott. Das wussten 372 Leute, sind einige rausgeflogen. Ist aber auch ein... Boah, die letzte Göttin haben Frage. Ganz viele gesagt. Ich glaube, das hier ist ja eigentlich fast Zeit für ein... Pfosten raus! Pfosten raus! Es kommt zu Percy Jackson auch bald, glaube ich, eine neue Fernsehserie. Aber das ist schon sehr spezifisch. Ich hätte das zum Beispiel auch nicht gewusst. Ist auch schwierig. Frage Nummer 11. Da haben wir eine Flagge für euch. Ich meine, die verschwundene Halbblutprinz. Das ist aber Harry Potter. Wie heißt die Hauptstadt in diesem Land? Douala, Windhoek, Lomé oder Accra? Ja, und frage, ob es unser letztes Quiz zusammen ist. Nein, wir haben sonntags nochmal zusammen. Wir sind hier für den letzten Tag. Das ist auch cool, weil dann machst du einmal Show und Moderation und ich mache einmal. Können wir uns das heißt, wir tauschen dann die Plätze. Genau. Was war das für eine Flagge, die wir gesehen haben? Namibia. Namibia. Oh, und die Hauptstadt ist Windhoek. Und das wussten 258 Leute. Und mit euch, ihr Lieben, gehen wir zu Frage Nummer 12. Da bin ich gespannt, wie wir das wissen. Wie nennt man die historische Theaterbeleuchtung Rampenlicht noch? Kopflicht, Armlicht, Rumpflicht oder Fußlicht? Grüße aus Nairobi, sagt da jemand. Marshall Salami will mit uns Quiz-Duell spielen. Nee, sorry. Genau, es halt diese das Rampenlicht, was man so nennt, ist quasi eine Anordnung von so Leuchtmitteln am vorderen Bühnenrand, also an der Rampe. Und das wird auch Fußlicht genannt. 119 Leute haben wir mit dabei. Herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinner. Es gibt 421 Coins für euch. Und nicht vergessen, ihr müsst jetzt hier unten. Und wir haben Gewinner. Kyo, Taki 87, Yassi, Pups 2, Zipherby, Huhuhu, Gugugugu, Steffen, Ken 62, Gabi, Ulrike, Mandola, Visco 2805. Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben. Vielen lieben Dank für das heutige Quiz. Hat mich sehr gefreut, dass ich die Woche nochmal mit euch quizzen kann. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen super schönen Mittwochabend. Mittwochabend und schlaft gut und wir sagen ciao, ciao und Kakao und bis Sonntag. Bis Sonntag. Ja, ihr seid morgen wieder hier, wir sind Sonntag wieder hier. Tschüss. Bei Windhoek, da muss ich auch ein bisschen überlegen, aber gut. Aber die letzte Frage fand ich relativ einfach. Ja, ist ja jetzt ganz cool, dass du fast 500 Coins gewonnen hast, aber grundsätzlich, was will man damit machen? Ich habe ja eigentlich sonst Coins immer nur für Rettungsringe ausgegeben, weil diese Arena, die spiele ich jetzt schon relativ lange nicht mehr. Weil so interessant fand ich das eigentlich nicht. Und warum hat Annika gesagt, sie hat so viel ausgegeben für ihre Sternjagd? Eigentlich ist das doch umsonst. Du musst halt nur immer ein paar Werbungen angucken. Na gut, dann würde ich sagen, bis morgen. Und dann gucken wir mal, ob ich da auch wieder gewinnen kann. Wäre natürlich ganz cool so zum Abschluss. Na dann, bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram
und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.